Ich bin seit 4 Wochen krank und ich habe echt keine Lust mehr. Mein Freund hat dann gesagt, dass er mir eine Hühnersuppe macht, und zwar die beste, Leute. Ich war sehr gespannt, habe dann einmal einen großen Kochtopf genommen und er hat das Fleisch reingemacht und das Gemüse. Er hat dann die Karotten geschält und geschnitten und davon bestimmt alles dreimal so viel, wie es sonst ein reinkommt. Dann Püree, dann Petersilie, die 3-4 Lorbeerblätter durften nicht fehlen und Zwiebeln für den Geschmack und die Ingwer, damit ich auch schnell wieder gesund werde. Dann haben wir, oder er hat dann das Wasser reingemacht und wie so ein Hexenkessel gerührt. Vegete durfte nicht fehlen für den Geschmack. Und das Fleisch hat er dann rausgemacht und zerkleinert und es kam dann auch wieder in die Suppe. Dann hat er es noch gewürzt mit Pfeffer, Salz und Sojasauce und die Nudeln sind dann auch noch reingekommen. Er hat mir dann den Teller gemacht und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Es war super lecker.